Tag zusammen und herzlich willkommen zum sechsten Teil unseres Longplays von History Line 1914 bis 1918. Heute auf der sechsten Karte mit Namen Wright. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und auf der sechsten Karte gibt es auch wieder neue Einheiten und die werden direkt jetzt mal vorgestellt. Neue Einheiten Juli 1915. Die DH2. Geoffrey de Havilland baute 1915 die DH1 für Airco Aircraft Manufacturing Co. Die DH2 flog im Frühjahr 1915 zum ersten Mal und wurde wie ihr Vorläufer durch einen Druckpropeller angetrieben. Zunächst schoss der Pilot mit Handfeuerwaffen, während er mit der anderen Hand das Flugzeug lenken musste. Später baute man ein starres MG im vordersten Cockpit ein. Die DH2 war der Fokker E3 ebenbürtig und trug dazu bei, dass die Fokkerplage beendet wurde. Ja, gut. Ich habe die Kampfanimationen deaktiviert und deshalb wieder mal zwei Kampfanimationen aufgenommen, die ich euch jetzt zeige. So, dann schauen wir uns mal direkt die Karte an. Wir sind im Osten, der Computer ist im Westen. Hier oben haben wir ein Depot, unbemannt, ohne Einheiten. In der Mitte haben wir unser HQ, da sind auch keine Einheiten drin. Und im Süden haben wir noch eine Fertigungsanlage, da sind auch keine Einheiten drin. Ja, die Kartenübersicht zeigt uns, wir haben 22 Einheiten, der Computer hat 35 Einheiten, insgesamt 57 Einheiten auf der Karte. Vorratslager 1 in unserem Besitz, Fertigungsanlagen 3, eine in unserem Besitz und 2 im Besitz vom Computer. Gut, der Computer hat hier oben eine Fabrik, da hat auch seine Flieger stehen. Hier ist die DH2. Sein HQ ist hier. Hier ist seine Hauptstreitmacht. Da würde er uns mit in der Mitte angreifen. Und hier unten hat er auch noch eine Fabrik. Mit diesen Einheiten hier oben würde er wahrscheinlich unser Depot im Osten angreifen. Ja, da werden wir mal sehen. Und dann würde ich sagen, legen wir direkt los und schauen, dass wir das in den Griff kriegen. Ja, wir werden zuerst mal hier ein bisschen die Front begradigen. Die mittlere Artillerie, die ziehen wir ein bisschen zurück, sonst wird die zu schnell zum Angriffsziel vom Computer werden. Hier unten unsere Truppen, die ziehen wir Richtung Norden zur Unterstützung unserer mittleren Verteidigungslinie mit hoch. Wir werden natürlich erstmal wieder den Angriff des Computers abwarten und dann werden wir, nachdem wir seine Einheiten, nachdem er sich aufgerieben hat, nachdem wir seine Einheiten niedergekämpft haben, werden wir uns in den Angriff begeben. Also eigentlich Business as usual, wie wir das schon von den vorherigen Karten auch kennen. So, den Transporter, den Sperrpanzer ziehen wir mit nach oben. Die Elite-Infanterie, die senden wir auch mal mit nach oben.
Wir haben ja da oben Gott sei Dank den Vorteil, dass wir oben eine schwere Artillerie stehen haben. Die können wir allerdings noch nicht bewegen. Da braucht man einen Transporter für. Den müssen wir erstmal bauen. Aber die können wir ganz gut zur Verteidigung da oben benutzen. Er wird sicherlich jetzt wieder mal volles Rohr auf uns losstürmen. Bin mal gespannt, wo er seine Flugzeuge hinzieht. Ja, die zieht er jetzt auch zum Angriff auf unser Depot im Nordosten. Aber das ist nicht so schlimm. Wir haben da oben eine Elite-Infanterie und die zweite ist unterwegs zur Bekämpfung. Und natürlich schicken wir jetzt unsere Einheiten und unsere Flugzeuge gleich auch da hoch. Und dann werden wir seiner Luftstreitmacht schon Herr werden, schätze ich mal. Gut. Ja, das ist natürlich gefährlich da. So, unsere Fokkers Richtung Norden. Ich habe eigentlich zuerst vermutet, er würde über die Mitte kommen mit seinen Flugzeugen, aber habe ich mich getäuscht. So, die Aries ziehen wir mal zusammen und hier unsere Infanterie in den zweiten Verteidigungsring. Die leichte Artillerie auch noch einen zurück. Hier kommt die Unterstützung. Fährt da hoch. Über die Berge wird wahrscheinlich nicht viel kommen von dem Computer. Das Gelände ist zu unwegsam für ihn. Denke ich, werden wir nicht mit einer Invasion rechnen müssen durch die Berge. Ne, wir können noch nichts angreifen. Können wir schon mal produzieren? Ja. Ja, wir machen direkt auch einen Transporter, damit wir da oben unsere schwere Artillerie auch möglichst schnell in den Einsatz bekommen. Gut. So, hier geht's los. Der Computer rückt weiter vor. Er schickt seine Flugzeuge. Ja, er hat wahrscheinlich da oben die schwere Artillerie als Ziel erkannt. Und möchte die ausschalten mit seinen Flugzeugen. Aber das werden wir zu verhindern wissen. So, da kommen unsere Fokker. Das ist die DH2. Kommen wir da mal? Ja, wir kommen mit unserer Elite-Infanterie schon ran. Dann können wir da hier oben mit der anderen Elite angreifen und dann werden wir hier. Ja, das ist jetzt gefährlich, wie darf ich nicht da vorstellen? Sonst rückt er da mit seiner Elite-Infanterie direkt an unsere Fokker ran. Das wollen wir auch nicht. Das ist gefährlich. Das sind zwei Elite-Infanterien von ihm. Ziehen wir erstmal ein Stück weiter nach hinten. Er wird wahrscheinlich einen Angriff, wird er wahrscheinlich auf unsere schwere Artillerie starten können. So, den Transporter direkt raus. Hier haben wir jetzt auch unsere Verteidigungslinie komplettiert. Die Artillerien stehen gut. Da können wir jetzt auch ruhigen Gewissens seinen Angriff abwarten. Ja, das lassen wir mal so stehen. Das ist gut. Ja, hier oben, das wird schon ein bisschen schwieriger, aber da werden wir auch schon. Das werden wir auch schon schaffen, schätze ich mal. So, jetzt kriegt erstmal die DH2 eine. Und hier oben greifen wir seine Moränen an. Mit dem Bunker können wir auch schon schießen. Nehmen wir den obersten. Und hier unsere mittlere Artillerie kann auch das Feuer eröffnen. Gut. Ja, produzieren können wir nichts Sinnvolles im Moment. Dann werden wir mal wieder auf schwere Geschütze sparen. Ja. Ja, er zieht direkt mit seinem einen Flugzeug an unsere schwere Artillerie ran. Ist klar. Komischerweise nicht mit dem Boazor, mit seinem Bomber nicht. Das ist erstaunlich. Gut.
Erster Kampf. Zweiter Kampf. Ja. Unser Bunker. Naja, aber gut. So, mit der DH2 ist er da unten an unseren Sperrpanzer rangezogen. Da fliegen wir mal mit zurück. So. Wir müssen jetzt erstmal da oben seine Moraine ausschalten, das ist wichtig. Ne, den lassen wir stehen, dann ist der geklemmt. Die Kavallerie zur Unterstützung hoch und die ziehen wir auch hoch. Da kommt nämlich noch eine Kavallerie von ihm. Nicht, dass er da auf einmal in unser Haku reinmarschiert und wir haben das Spiel verloren. Das wäre nämlich schlecht. So. Wie schaut's aus? Oh, das lassen wir alles mal so stehen. Ja. Ein. Okay. Das war gut. So, jetzt wieder Standard vorgehen. Erstmal die Artillerien. Dann schauen wir mal hier. Den werden wir angreifen. Und hier oben müssen wir seine Moraine jetzt natürlich ausschalten. So. Was produzieren wir? Na, lass mal. Wir warten. Wir sparen auf schwere Geschütze. Der kann nicht angreifen. Gut, weiter geht's. Er dreht jetzt doch mit dem Großteil seiner Infanterie nach Süden hin ab. Also stürmt gar nicht so stark auf das Depot zu, wie ich es gedacht hatte. Hat auch schon Einheiten nachproduziert. So, hier geht es wieder mühselig los mit der Artillerie. Das kennen wir ja schon bereits. Am Anfang reißen die ja noch nicht so viel. So, aber jetzt müsste... Ja, okay, die Fokkers, die schaffen das. Die Fokkerplage schafft das. Bums. Den haben wir erfolgreich ausgeschaltet. So, jetzt kann unsere Elite-Infanterie direkt wieder hier runter, damit wir dazu machen. Und unsere Fokkers können sich weiterhin um seine anderen Flieger kümmern. Hier ist die Kavallerie schon rangerückt, die müssen wir natürlich jetzt definitiv aufhalten, das ist wichtig. Damit er nicht da in unser Haku rein sneakt und dann... So. Laden wir ein, fahren wir mal weiter mit hoch. Jo, den müssen wir mal ein bisschen aufhalten hier, der ist auf dem Weg darunter zu unserer Fabrik. Gut, sieht aber erstmal gar nicht so schlecht aus. So. Ach, erstmal einen Schluck Tomatensaft. Ah, schmeckt immer fies, ist aber gesund. So, jetzt geht's weiter hier. Jetzt kommen unsere Geschütze zum Einsatz. Zack. Zack. So, seine Kavallerie, die müssen wir natürlich aufhalten. Die darf da nicht weiter vorrücken. Und hier haben wir auch... Ja, der Angriff ist jetzt nicht so stark, dass wir den nicht aufhalten könnten. Das stellt alles kein Problem dar. Und hier bauen wir jetzt unsere schwere Artillerie. Da haben wir jetzt ja schon zwei von. Eine oben, eine unten. Das ist ja toll.
dann kann uns hier unten eigentlich auch nichts mehr passieren. Auch nicht, wenn er da mit seinen mittleren Artillerien vorrückt. Das haben wir jetzt im Griff. Gut. Jetzt dreht er doch wieder nach Osten zum Depot oben ab. Zuerst, naja, ist alles wieder mal. So, naja. Da kommt noch einiges, aber unsere schwere Artillerie schießt jetzt auch das erste Mal. Gut. Ja, das war so mittelgut. Mittelgut ist immer fast schon schlecht, aber dafür war das jetzt sehr gut. Wunderbar. Die DH2 sind wir schon mal quitt. Die kann uns schon mal nicht mehr bedrohen. Jetzt hat er nur noch seinen Moisin. Ah, die Kavallerie haben wir auch erfolgreich ausgeschaltet. Jetzt hat er nur noch seinen Voisin und den werden wir jetzt mit unseren Fokkers quer über die Karte jagen. Der hat sozusagen keine Chance mehr. Gut. Ah, und die Elite haben wir auch ausgeschaltet. Das hat also auch funktioniert. So, jetzt kommen unsere Fokker-Flugzeuge in den Einsatz. Das Fahrzeug ziehen wir mal mit hier hoch und ihn nehmen wir mal ein bisschen aus der Schusslinie raus. Was kommt hier? Die schwere Artillerie nicht vergessen. Einmal hoch bitte wieder. Ja, sollen wir ihn hier einrücken lassen? Dann würden wir ja auch noch eine Elite-Infanterie bekommen. Naja, warten wir mal ab. Gut. Er ist noch nicht in Schussreichweite. Ist natürlich die Frage. Nee, ist gut. Oh! Diese Elite-Infanterie, die war ihr Geld wert. Ja, wir greifen ihn trotzdem an. Wenn er jetzt reingeht, dann müssen wir das Depot halt im nächsten Zug wieder zurückerobern. Aber das ist nicht so dramatisch. So. Ja, jetzt müssen wir hier unten natürlich für die schwere Artillerie auch noch einen Transporter produzieren, damit die da unten nicht versauert. Die kann sich ja nur auf Straße bewegen und das dann auch immer nur ein Feld. Ist nun mal so, kann man nichts dran machen. Gut. Ja, er zieht seine Elite-Infanterie in das Depot ein. Gut. Falls das jetzt nicht klappt, dann haben wir ja damit gerechnet. Jetzt kommt alles auf die leichte Artillerie an. Gut. Wunderbar. Oh, unser Bunker, der hat ganze Arbeit geleistet. Der ist richtig gut. Da hatte ich mir mehr erhofft. Gut, was kommt denn hier nur alles? Ja, schon in Reichweite. Ja, naja, jetzt erstmal den Transporter raus, damit wir dann unsere schwere Artillerie gleich verlegen können. Das ist wichtig. Hier kommt auch noch eine Infanterie Unterstützung. Dann ziehen wir mal hinten rum, die wollen wir auf jeden Fall mal sichern. Hier machen wir doch mal lieber zu. Und die Fokker, die nehmen wir mal mit hier hoch, die können auch noch ein bisschen Erfahrung sammeln. Gut. Hier unten die Linie steht gut, da brauchen wir uns keine Gedanken drum zu machen. Das funktioniert alles gut. Ja, die Karte ist jetzt auch nicht so schwer. Ja, da kommt schon noch was, aber da werden wir keine großen Probleme haben. Das
problemlos abzuwehren. So, jetzt kommen mal unsere Fokker wieder in den Einsatz, dann die schwere Artillerie, die leichte Artillerie, der dürfte dann auch Geschichte sein. Unser Bunker, der ist richtig gut geworden, kann er auch schon schießen. Uiuiui, ja, da hätten wir besser vielleicht sogar zuerst mit angegriffen, weil könnte nämlich sein, dass die mittlere Artillerie die Infanterie da jetzt schon wegräumt. Jetzt zieht er wieder nach Norden hoch. Gut. Jo, unser Bunker, der leistet gute Arbeit. Ne, er hat sie nicht ganz ausgeschaltet. Dann kann unsere Schwere jetzt doch nochmal schießen. Kann sie auch schon mal ein bisschen Erfahrung sammeln. Das schadet nicht. So, weiter geht's. Den wollten wir reparieren. Der ist angeschlagen. Wie sieht's hier aus? Da kommt noch was. Aber... auch noch eine Elite-Infanterie. Da müssen wir auch ein bisschen aufpassen jetzt. Ziehen wir mal hier runter. Er hier auch mit. Er hat ja noch immer eine Gruppenstärke von 4. Ja, das sieht gut aus. So. Die sind auch noch soweit eigentlich alle ganz gut beisammen. So, unseren. So, müssen wir ein bisschen begradigen hier, unseren Transporter nicht vergessen. Das hält. Unsere schwere Artillerie habe ich erstmal stehen lassen. Die soll auch noch einmal schießen, bitteschön. So, unser Bunker hat auch ein Angriffsziel. Und jetzt kommen noch unsere Flieger dran. Ja, wie schaut es hier aus? Ja, da kommt fast nichts mehr. Hier oben, oh je, da müssen wir wahrscheinlich noch mal... Aber das ist kein Problem, wir haben alle Mittel, die wir brauchen, um das erfolgreich zu verteidigen. Tja, der Bunker, die sollte man nicht unterschätzen. Habe ich gar nicht so auf dem Schirm gehabt, dass die so gut gegen Infanterie sind, wenn die ein bisschen Erfahrung haben. Sehr erstaunlich. Wenn das weiter so läuft, dann können wir bald schon unseren Angriff über die Mitte starten, würde ich behaupten. Oder vielleicht... erstmal das nördliche Depot von die nördliche Factory von ihm einnehmen. Ja, ich weiß noch nicht genau. Aber wir werden sehen, wie sich das hier entwickelt. So, auf jeden Fall müssen wir die jetzt bewegen, das ist klar. Die muss hier hoch an die Front gebracht werden. Da kommt eine mittlere Artillerie, die ist auch bald in Schussreichweite. Und die müssen sich dann unsere Fokker kümmern. Die haben ja auch schon einiges an Erfahrung gesammelt. So, die ziehen wir weiter mit vor. Und hier würde jetzt uns noch mal richtig unter Druck setzen, schätze ich mal, aber das stehen wir durch. Gut. Ja. Dann
Wollen wir mal schauen. Er ist mit seiner mittleren Artillerie jetzt in Angriffsreichweite. Das ist natürlich doof. Dann würde er nämlich unseren schönen Bunker da behaken. Das wollen wir eigentlich nicht. So, reparieren. Naja, okay, da können wir jetzt nichts dran ändern. Wahrscheinlich wird er mit seiner mittleren Artillerie unseren Bunker sogar ausschalten. Könnte ich von ausgehen. Ist natürlich schade, gerade in Bezug darauf, dass er so viel Erfahrung schon gesammelt hat, aber das können wir jetzt nicht mehr verhindern. Denn ich schätze, die Flugzeuge, die werden nicht seine Artillerie auf einen Schlag abräumen können. Das war gut. Na, da hatte ich mir mehr erhofft. Ja, er greift direkt unseren Bunker an. Da können wir nichts machen. Mal gucken, irgendwo müssen wir jetzt hier unten unsere schwere Artillerie in Stellung bringen, damit wir seine mittlere da oben beschießen können. Die ziehen wir auch direkt relativ weit mit nach vorne. So, und jetzt unsere Fokker-Männer. Ja, die kommen nicht dran. Toll. Ja, das war natürlich schon mal. Ist natürlich schon mal suboptimal. Dann lassen wir sie doch mal reparieren. Erstmal. So, wie geht's hier weiter? Was haben wir hier? Dann nehmen wir ihn da oben mal ein bisschen in die Zange. Werden wir mal versuchen. Ziehen mal unsere Truppen von hier unten mit dran. So. Es wird jetzt doch da oben etwas bedrohlicher. Hat da viele Infanterie, hat er da stehen. Viel Infanterie. Ja, die muss auf jeden Fall jetzt raus. Sonst haben wir nämlich gleich ein Problem. So. Er wird nämlich jetzt gleich mit seiner Infanterie in das Depot einrücken wollen. Das ist erstmal nicht so schlimm. Aber wir müssen natürlich unsere. Ja, da geht's los. Jetzt behakt er unseren Bunker. Sad but true. So, weiter geht's. Nehmen wir mal die Elite-Infanterie unter Beschuss und seine leichte Artillerie. Ja, oder obwohl lieber die Elite. Ja, lieber die Elite ist besser. So, der hat kein Angriffsziel. Wie schaut es hier aus? Die Fokker reparieren lassen. So. Ja, okay. Ist nicht schlimm, der wird jetzt da oben seine Einheit reinziehen. Das interessiert uns nicht. Wir rücken direkt wieder hinterher und haben eine Infanterieeinheit gewonnen. Das spielt uns eigentlich in die Karten. Gut. So, die muss jetzt aber was bringen. Jo, das war schon besser. Gut, das war sehr gut. Unser Bunker, ja, der schaltet natürlich jetzt nicht mehr alle aus, hat ja schon einen verloren, ist nicht mehr in voller Kampfkraft auf dem Felde. Ja, war klar. Aber total egal, weil den hätten wir sowieso reinziehen müssen zum Reparieren. Und jetzt nehmen wir unser Depot wieder zurück. Jetzt machen wir hier auch zu, da er nicht nochmal reinkommt. So, hier haben wir auch Feindkontakt. Jetzt ziehen wir mal die mittlere Artillerie raus. Gut. Mhm. So, nehmen wir den Transporter mal ein bisschen zurück aus Sicherheitsgründen. Nicht, dass er da mit seiner Infanterie angreifen will. Die Fokker kommen wieder zurück in den Einsatz. Wenn wir den Angriff jetzt hier oben abgewehrt haben, dann haben wir die Karte schon so gut wie im Sack. Oh, er greift gar nicht unseren Bunker weiter an. Erstaunlich. Unser Pferd. Oh, da müssen wir jetzt aber auch mal aufpassen mit unserem Schwerpanzer. Der ist jetzt schon angeschlagen. Ja.
Das war natürlich Blödsinn, was er da gemacht hat. Gut. Und wir nehmen unser Depot zurück. Schön. Als Bonus bekommen wir noch eine Infanterie. Und den. Da ist er. Reparieren tun wir unsere Elite-Infanterie. Hier können wir auch angreifen. Und zwar seine mittlere Artillerie. Gut, da bleibt nicht viel über. Das ist kein Problem. Nur, dass wir gleich dran denken an unseren Speerpanzer. Das ist wichtig. Der hat nämlich fast das Zeitliche gesegnet. Ja, wie ihr seht, mal wieder hier spannende Action mit diesem Strategiespiel. Sehr gut. Hat auch funktioniert. Ja, da hätte ich mir mehr gewünscht. Gut, der kommt schon nicht mehr weiter. So. Ja, den ziehen wir auch mal nach. So, wie sieht's hier aus? Gut, behaupte ich einfach mal. Jetzt können wir mit unseren Fliegern an seine mittlere Artillerie noch ran. Ne, mit dem leider nicht, schade. Der greift da oben den Bunker an, ist aber auch nicht so schlimm. Hier stehen wir gut. Das sieht gut aus. Und hier können wir unsere Jungs auch wieder rausholen. Den ziehen wir mal zurück. Ja. Er greift weiterhin unsere Kavallerie an. Noch ein Schlückchen. Hab heute so eine trockene Kehle irgendwie. Gut. Weiter geht's. Einmal diesen hier. Und den hier vorne greifen wir damit an. Die Elite-Infanterie. Die müssen wir mal bekämpfen. Wie schaut's hier aus? Ja. Seine mittlere Artillerie ist unser Top-Angriffsziel. Gut, da müssen wir überlegen, was bauen wir noch? Da lassen wir uns noch mal zwei Elite-Infanterien bauen. Die können wir gleich bei unserem Push sicherlich gut gebrauchen. Hier oben haben wir den Angriff auch abgewehrt. Ist eine der kürzeren Leveln hier. Auch eine kleinere Level, mal so zwischendrin eher was zum Entspannen. Nicht so nervenaufreibend. Kriegen wir alles gut in den Griff. Na, wunderbar, das hat auch funktioniert. Ja. Also, wir sind definitiv auf der Gewinnerstraße. Ja, das sind wir. Unser Fokker schafft es nicht, einen abzunehmen. Ja, wir hören es auch an der Musik. Fröhliche Musik hält Einzug. Das bedeutet, wir haben die Oberhand. Ja, das ist erfreulich. So, den ziehen wir einen nach vorne. Dann kann der direkt die Kavallerie angreifen. Hier holen wir unsere Reinforcements raus, die werden gleich direkt an die Front gebracht. Wie schaut's hier? Den Spähpanzer ziehen wir hier hoch. Ach, den hätten wir eigentlich besser ins Depot reingezogen. Wir wollten den noch reparieren. Aber naja, gut, okay. So, da oben den Bunker müssen wir nochmal im Auge behalten. Naja,
Aber es ist nicht weiter dramatisch. So. Bringen wir uns hier nochmal schön in Stellung. Gut. Den Transporter ziehen wir mit hoch. Der wird gleich unsere schwere Artillerie da oben aufsammeln. Das ist seine vordringlichste Aufgabe. So. Nee, lieber die Artillerie. Nee, lieber die Artillerie. Das Pferdchen wollten wir hier unten mit der leichten Kavallerie ausschalten. Mit der leichten Artillerie ausschalten. Ich schmeiße mal Kavallerie und Artillerie durcheinander. So, hier können wir noch nicht angreifen, aber hier seine leichte Artillerie nehmen wir mit unseren Infanterieeinheiten unter Beschuss. Dann bereitet die uns nämlich auch schon keine Kopfschmerzen mehr. So. Ja, weiter geht's. Ja, da hätten wir unsere Fokker, hätten wir gar nicht da oben noch gar nicht mehr gebraucht. Oh, er hat es nicht geschafft, aber dafür haben wir Gott sei Dank noch unsere mittlere als Sicherheit danach. Gut. Ja. Ja, er greift uns natürlich jetzt an. Das habe ich mir schon fast so gedacht. Aber was soll das? So, den auch noch ein Stück nach vorne. Jetzt können wir langsam mal hier anfangen vorzurücken. Da fahren wir mal hinten rum. Dann können wir nämlich die mittlere auch noch mit einladen. Das ist eigentlich ganz gut. Die können wir auch noch gut gebrauchen. Und die beiden auch weiter nach oben. So, das Pferd wollten wir reparieren. Wie schaut es hier aus? Die Ari weiter nach vorne. Unser Transporter. Und ihn reparieren wir jetzt aber. Das ist sonst zu gefährlich. Wie schaut es hier aus? Wir könnten eigentlich hier oben haben wir auch genug Material, um da einen erfolgreichen Angriff durchzuführen. Dann werden wir wahrscheinlich auch machen. Dann rücken wir hier oben im Norden auch vor auf seine Fabrik und über die Mitte auf sein Hauptquartier. Das müsste eigentlich gut funktionieren. Ja, da hat er uns einen abgeknöpft. So, dann lass uns den Bunker hier mal erledigen. Der ist ja geklemmt. Es gibt dann wieder Angriffsbonus. Hier oben. Das sollte reichen. Reparieren nicht vergessen. Und hier unten. Da haben wir alles. Oh, da oben hat er eine mittlere Artillerie gebaut. Na, schafft das? Jo. Dann können wir nämlich gleich jetzt mit unseren Fokkers da oben seine schwere Artillerie aus dem Schützengraben rausbomben. Ja, das klappt natürlich hier wunderbar. Das war natürlich zu erwarten. Gut. So, die Fokkers, die müssen jetzt da oben ran an den Speck. Hier wollten wir die mittlere Artillerie noch mit einladen und dann wieder zurück. Hier kommt nämlich jetzt unser Push über die Mitte. Da ist ja nicht mehr viel vorhanden. Da unten den Bunker, den müssen wir im Auge behalten, damit wir nicht in seine Reichweite reinlatschen. Das wäre nicht gut. Hier. Alle Mann vorwärts. Ja, die Schützengräben, die halten wirklich immer auf. Die sind zwar, geben zwar gute Verteidigungsboni, aber wenn man dann vorrücken will, dann ist das immer ein bisschen doof. So. Ja, die haben wir repariert. Jetzt fällt mir ein, da unten das Pferdchen haben wir natürlich nicht repariert in der Fabrik im Süden. Sieht hier aus, die sind soweit alle noch ganz okay. Ziehen wir noch nicht in die Reichweite von dem Bunker rein. So.
Jetzt kommt der Gegenangriff. Das Pferdchen, das ziehen wir nochmal rein zum Reparieren. Ja, den haben wir vergessen, ne? Das war gut. Kann passieren. Ist jetzt nicht entscheidend. So, hier. Die müssen wir quitt kriegen. Aber jetzt. Oben können wir nichts machen. Tja. Irgendwie müssen wir da oben jetzt noch die mittlere ausschalten. Mhm. So. Einladen und los geht's. Zack. Ach, ich weiß nicht. Ja, komm, wir stürmen einfach mal los. Das ist so viel Material, das kann er ja mit einer mittleren Artillerie, die unerfahren ist, gar nicht aufhalten. Alle Mann vorwärts. Hier kommt auch noch unser Speerpanzer und noch eine Infanterie. Ja, das kann er nicht aufhalten. Wir haben wieder was vergessen zu reparieren. Wir sind im Moment richtig gut. So. Wie ist die Lage hier? Jo, das ist in Ordnung. Wir ziehen mal unsere schweren Geschütze weiter ran. Und vergleichsweise den Bunker da oben effektiv bekämpfen können. Gut. Na gut, das war's dann erstmal. Hier geht's weiter. So, die Elite wird auch ausgeschaltet. Hier oben können wir noch nicht angreifen. Da wird uns sicherlich einmal mit dem Bunker jetzt angreifen. Das steht so fest, wird Amen in der Kirche. Aber wir haben schon mal. Das war schon mal sehr gut. Ein Problem weniger. So, ja, wir stürmen weiter jetzt. Wir haben hier noch Material. Alle Mann vorwärts. Das ist jetzt die beste Lösung. Nur keine Scheu. Zack. Hier auch weiter vorrücken. Den überrollen wir jetzt da oben einfach mit unserer Infanterie. Dürfte mal ohne weiteres müsste da zu schaffen sein. So, wie schaut es hier aus? So, jetzt müssen wir natürlich hier noch ein bisschen rangieren. Da ist ein Bunker, aber der ist unerfahren. Na. So. 1, 2, 3. Kommt da noch nicht ran. Dann ziehen wir doch noch einen weiter nach vorne und packen hier unsere mittlere hin. Gut. Hier müssen wir schon ein bisschen vorsichtiger vorgehen, nicht, dass wir uns da noch aufreiben. Ja, nicht gut. So. Oh. Da haben wir eine dabei, der hat nur zwei. Den haben wir nicht repariert, ja, den haben wir übersehen. Ah, naja, okay. Naja. Ah, jetzt haben wir auch noch die beiden Focker, haben wir auch noch vergessen. Naja, ist egal. Gut, ja. Na, das macht jetzt da oben aber keinen Spaß. Oh, die sind alle ein bisschen angeschlagen. Ich habe wie gar nicht so richtig darauf geachtet, dass wir da. Jetzt werden wir nämlich die eine Infanterie, die werden wir nämlich sicherlich jetzt da noch verlieren. Das ist ja ärgerlich.
Der ist voll erfahren. Der geht auch noch. Ja. Die laden wir alle mal ein. Ach, scheiße, klappt nicht. Die Schwere, die ist zu. Nimmt zu viel Platz ein. Der zurück, der Einser. Hoffentlich kann er noch abhauen und entkommt der Vernichtung, aber das ist eher, würde ich sagen, eher ungewiss. So, den raus. Den ziehen wir zu Fuß hinterher. Gut, jetzt die Focker vergessen wir aber nicht diesmal. Der ist jetzt in der Reichweite von dem Bunker da oben. Das ist natürlich jetzt... Ja, okay, aber das kriegen wir in den Griff. Oh, Gott sei Dank, er greift nicht unsere schwer angeschlagene Infanterie an. Der Bunker schießt natürlich jetzt, das war klar. So. Aber wir kriegen den jetzt auch. Einmal ihn. Und hier nehmen wir die Schützenpanzer oder Spähpanzer unter Beschuss. Ihn hat auch sein letztes Stündlein geschlagen. Naja. Das ist jetzt wirklich nur noch die Reste aufwischen. Ja, also das ist immer ein Ding. Die schwere Artillerie, die taugt für Bunker nichts. Ich wette, die mittlere Artillerie hätte den Bunker auf einen Schlag ausgeschaltet. Da könnte ich drauf wetten. So. Da hat er auch noch zwei Bunker stehen. Gut, die mittlere Artillerie ist Geschichte von ihm. So haben wir das ja gewollt. Gut. Jetzt nehmen wir uns nämlich gleich erstmal die Fabrik da ein. Langsam auch vorwärts. Und ihn ziehen wir jetzt auch noch hier. Den können wir da oben in der Fabrik reparieren. Gut, die Focker stehen gar nicht schlecht. Die bleiben mal so stehen. Und hier... Ja, den Bunker da unten haben wir auch in Schussreichweite. So, da gehen wir jetzt. Wir stürmen auch jetzt hier vor. Was soll das denn? Schwere Artillerie nämlich da oben in Schussreichweite haben, dann ist es für ihn da auch gelaufen. Naja, eigentlich ist es jetzt schon für ihn gelaufen, also er kann ja auch nicht mehr viel machen. Ja, er greift mit seinem Bunker noch einmal an. War klar. So, das ist das Ende für seine Infanterie da oben und hier behaken unsere Flugzeuge weiter den Feind. Der Bunker wird auch ausgeschaltet jetzt. Der Bunker auch. Dann sind wir schon fast dran, würde ich sagen. Ja, die Level war jetzt wirklich nicht die große Herausforderung. Na, hätte doch noch einen mitnehmen können, da wäre doch besser gewesen. Sie schafft es auch nicht. Die Bunker, die sind zäh, die Dinger. Aha, wir schaffen es nicht. Wir schaffen es nicht. Was? Da hätte ich jetzt mehr erwartet. So. Man den jetzt hier am besten runter. Das ist der eine. Den laden wir mal ein. Ja. Gut, hier
kommen unsere Reparierten wieder raus. Ach, das ist jetzt aber alles ein bisschen gefummelt hier, wa? So, den vor und den ziehen wir auch direkt weiter vor. Den einen hier hoch, den hier rüber. Und wo bringen wir unsere schwere Artillerie in Stellung? Wir müssen ja möglichst nah rankommen. Hier hin. Gut. Unser Pferdchen rückt auch langsam nach. Ja, eben hier. Alles. Hat er grandios versagt. Noch nicht mal einen Bunker ausgeschaltet. Schafft er wieder nicht. So. Als erstes mal die Elite beseitigen. Dann müssen wir den Bunker ausschalten. Und hier greifen unsere Flieger wieder an. Wie sieht es hier oben aus? Reparieren. Ah, die Fabrik, die nehmen wir uns da unten auch noch ein. So, der ist Geschichte. Klasse. Haben wir doch noch geschafft. Aufpassen. Ne, die bewegen wir mal nicht. Da werden wir gleich erstmal den Bunker mit beschießen. Hier die Infanterie weiter vorrücken lassen. Dann ist die ist angeschlagen zurück. Und hier die weiter nach vorne. So, was ist mit unseren Fokkers? Die gehen mal hier runter. Die greifen die leichte Artillerie an. Ja, beschießen können sie ihn ja eh nicht. Von daher ist das jetzt auch nicht so dramatisch. Hatten wir die angeschlagene drin, ja. Alle Mann rein, komm. Und weiter Vormarsch. So. Gut. Er konnte nicht angreifen. So, der Bunker ist jetzt erstmal fällig. Und hier oben kommen wir mal weiter mit unserer schweren Artillerie drauf. Ja, dann reparieren wir hier auch noch einmal durch. Just for the kicks. Die brauchen wir wahrscheinlich nicht mehr, die Einheiten. Ob die noch zum Einsatz kommen, ist fraglich. Ja. Ja, alleine sind die Fokker immer sehr mies, aber wenn die zu zweit oder zu dritt sind und Gegner klemmen können, dann sieht die Sache schon ganz anders aus. Dann haben die diesen Angriffsbonus und der ist nicht zu verachten. So, und jetzt rücken wir hier vor. Die Fabrik da unten, die nehmen wir uns jetzt auch noch. So, hier weiter aufs Hauptquartier vorrücken. Ja, jetzt kommen wir natürlich mit unserem Transporter nicht wirklich über die Schützengräben drüber. Das ist auch wieder doof, aber so. Hier oben geht's auch los. Hier kommt jetzt der finale Angriff, um den Computer niederzuringen. Wenn das jetzt schief geht, dann müsste ich mich wohl schwer täuschen. Infanterie weiter vor. Hier können wir auch noch die Einheiten ausladen, aber die werden wahrscheinlich nicht mehr ins Kampfgeschehen groß mit eingreifen. Ja, ist gut. Ja,
Ja, er kann jetzt ja auch nicht mehr viel machen. Das ist ja auch für ihn jetzt im Prinzip hier laufen. Was soll er jetzt da noch? Bringt ja nichts mehr. Mach! Schafft es wieder nicht, einen abzuknipsen. Hier rückt mal vor. Ah, die Steuerung ist manchmal ein bisschen fummelig, ne? Aber das ist ja bekannt. Hier geht man auch vorwärts. Immer Schritt für Schritt, nur nicht übereilen. Einheiten, die nämlich sich nebeneinander stehen, geben sich gegenseitig Deckung. Deswegen immer schön in Formation vorrücken, wenn es geht, bitte. Die schwere Ari können wir stehen lassen. Die Fokker, ja komm, klemmen ihn mit ein. Er wird ja nicht nur was nachproduziert haben, habe ich jetzt ja nicht drauf geachtet. Diesmal greift man den Schützenpanzer an, vielleicht kriegt er da ja einen. Doch, er hat noch einen Schützenpanzer gebaut. Er macht es uns schwer. Aber macht nichts. Gut. Ja, da schafft er natürlich nur einen. Ja. Das ist aber wie gesagt. So. Jetzt rücken wir hier auch weiter vor. Schön klemmen. Was haben wir denn hier drin? Elite-Infanterie vor. Kavallerie. Kavallerie. Ich hab's heute mit Kavallerie und Artillerie. Artillerie dahinter. Und hier kommen auch schon die letzten Endsatztruppen. Schützenpanzer da unten, den müssen wir auch ausschalten. Ja, den hat er jetzt tatsächlich noch mal gebaut, aber das bringt ihm ja auch nichts. Das wird ihn nicht retten. So. Ja. Hier greifen alle an. Wenn wir Glück haben, könnte das jetzt ja schon sogar gewesen sein. Dann hat er nämlich alle Einheiten verloren. Das wäre ja gut. Und jawohl, das müsste es jetzt eigentlich gewesen sein. Nee! Wie? Wo hat er denn noch eine Einheit stehen? Ach ja, da oben, den haben wir ja nicht geschafft. Ja, naja. Egal, okay, dann eben nächste Runde. Nee, er macht selber Schluss. Wir brauchen noch gar nicht mehr anzugreifen. Er hat keinen Bock mehr. Na, da haben wir die Fabrik auch noch eingenommen. Gut. Ja. Hat ja wieder mal geklappt. Sieg. Alle Einheiten sind besiegt. Tja. Ja. So, Hände hoch oder es gibt Saures. Oder ging der Spruch irgendwie anders? Juni 1915.
Neutralität in Madrid. Die spanische Regierung erklärt, dass sie auch weiterhin neutral bleiben will, obwohl das Volk für einen Kriegseintritt demonstriert. Serben in Tirana. Serbische Truppen besetzen die Hauptstadt des neutralen Albaniens, Tirana. Russen räumen Zermische. Auf ihrem Vormarsch in Galizien erobern die Truppen Österreich-Ungarns Zermische und Lemberg zurück und drängen kurz darauf die Russen vollständig aus Galizien. Dies war der erste erfolgreiche Durchbruchsfeldzug des Ersten Weltkrieges. Durch die unerwartet schnellen Erfolge im Südabschnitt der Ostfront beschließt die Kriegsführung der Mittelmächte, die Offensive weiter fortzusetzen und damit die russische Front zwischen Ostpreußen und Galizien zu begradigen und die Eroberung Polens zu ermöglichen. Schadensersatz für Gulflight. Für den am 1.5.15 von einem U-Boot versenkten Dampfer Gulflight sichert die deutsche Regierung den USA Schadensersatz zu. Auf Drängen von Reichskanzler Theobald von Bethmann-Hollweg, der einen Kriegseintritt der Amerikaner befürchtet, entschloss sich der Kaiser in einem Geheimbefehl, den U-Boot-Krieg einzuschränken. Dieser Befehl besagte, keine größeren Passagierschiffe zu versenken. Frauen an die Urne. In Dänemark wird das Frauenwahlrecht eingeführt. Schwimmen in der Nordsee verboten. Das Baden an der Küste und den Inseln in der Nordsee wird vom deutschen Kriegsministerium verboten. Juli 1915. Erste Isonzo-Schlacht. Die im Juni begonnene italienische Offensive am Isonzo wird von den österreich-ungarischen Truppen zurückgeschlagen. Südwestafrika in britischer Hand. In Deutsch-Südwestafrika kapitulieren die deutschen Schutztruppen. Die Kolonie wird an das von den Briten kontrollierte Südafrika übergeben. Die britische Beherrschung des Meeres um Afrika bedeutet für den gesamten deutschen Kolonialbesitz einen sehr großen Nachteil. Dadurch wurden die deutschen Schutztruppen vom Nachschub an Soldaten, Waffen und Munition abgeschnitten. Die Verteidigung der Kolonie war damit von vornherein zum Scheitern verurteilt. Ostafrika bleibt deutsch. Trotz aller Widrigkeiten gelingt es dem Kommandeur der deutschen Truppen in Ostafrika, Oberstleutnant Paul von Lettow-Vorbeck, den britischen Eroberungsversuchen Widerstand zu leisten. Mittelmächte am Narew. Deutsche Truppen gelingt mit Hilfe Österreich-Ungarns am Narew der Durchbruch. Damit beginnt die zweite Phase der Großoffensive am gesamten Frontverlauf zwischen Ostsee und dem San. Die Russen räumen am 30.07.15 ihre Verteidigungslinien zwischen Weichsel und Bug. Zweite Isonzo-Schlacht. Am 18.07.15 beginnt die zweite Isonzo-Schlacht mit Angriffen auf Görz und die Hochebene von Doberdo. Der Plan, der zweiten und dritten italienischen Armee in Richtung Triest vorzudringen, schlägt am 28.07. endgültig fehl. Schauplatz Vogesen. Deutsche und Franzosen liefern sich bei Münster schwere Kämpfe in den Vogesen. Ruhe auf Haiti. US-Truppen landen auf Haiti, um Aufstände der einheimischen Rebellen zu beenden. Kein Treibstoff für Motorboote. Um das für die Front dringend benötigte Benzin zu sparen, erlässt der Bundesrat ein Dekret, welches das Fahren von privaten Motorbooten verbietet. Ja, das war's dann auch schon wieder. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Macht's gut und bis bald.